meine Lieben, heute gibt es einen neuen Vlog für euch. Nämlich heute ein bisschen mit. Wir fahren heute zu einem Flohmarkt und wir nehmen die Mel mit, wenn alles klappt. Ich muss gleich mal meinen Vater fragen. Ja, wir wollen sie jetzt fertig machen. Ist hier noch alles in Schlafstimmung. Wir sind auch gerade jetzt aufgestanden. Ich mache mir erstmal die Jalousie auf. Schau mal das Wetter an. Tada. Sieht gar nicht so schlecht aus. Also echt schönes Wetter haben wir heute. Und hier sind die Mäuse. Die Mel lebt hier noch. Der Emil auch. Wir nehmen aber heute die Mel mit. Kleine Maus. So. Ta-ta-ta-ta. Diese kleine Maus hier. Muss gleich nochmal was gucken, was die anziehen kann. Meine Nichte ist auch wieder da. Was mir das mit Mel so ein bisschen beschwert, wie immer. Wir haben so viel zur Auswahl. Also. Irgendwas, was man leicht ausziehen kann, weil ich glaube, es wird heute noch richtig warm. Strampler, nee, hat sie auch gerade an. Eine Jacke, ein Body und eine Hose. Das ist so eigentlich immer ein typisches Outfit. Oder. Ja, was anderes habe ich eigentlich, glaube ich, gar nicht. Für die Maus. Oder halt ein Overall. Aber nee, ist auch doof. Ein Strampler ist auch doof. So, mein Lieben, ich habe jetzt hier ein paar Sachen. Also, wenn wir unterwegs sind, denke ich mir immer, dass die Mel auf jeden Fall aussehen muss wie ein Mädchen. Deswegen habe ich hier einen richtigen Mädchenbody. Das steht ihr auch sehr gut. Und eine richtige Mädchenhose von Benetton. Die schöne Hose. Das würde auch voll gut aussehen. Und dann die Jacke drüber. Aber ich habe auch noch die süße Hose von Carter's hier. Aber das sieht nicht so süß aus mit dem Rosa. Da müsste ich mir einen anderen Body überlegen. Aber sie soll halt aussehen wie ein Mädchen heute. Kannst du bitte ein bisschen leiser machen? Das hört man jetzt alles in meinen Videos.
So, mein Lieben, wir sind jetzt kurz auf dem, wir sind jetzt angekommen auf dem Flohmarkt. Zeige ich das gleich mal. Das ist riesengroß hier. Wir müssen erstmal hinkommen. Mein Bruder ist da. Marvin, sag mal hallo. Marvin, du musst Hallo sagen. Hallo. Felix ist auch da. Hallo. Eine Riesenaufnahme in deinem Gesicht. Und da ist der Flohmarkt. Das ist riesengroß hier. Also echt, man braucht, um alles durchzulaufen, bestimmt 3 Stunden. Ich muss die Mail gleich einmal auspacken. Ich hätte mein Stativ mitnehmen sollen. Das wird, glaube ich, relativ anstrengend jetzt. Ja? Magst du mein Portemonnaie und mein Handy nehmen? Soll deine Hose doch ausziehen? Nein, aber ich kann das nicht mitnehmen. Meinst du? Naja, allein alle Karten plus mein Handy. Oh, da kommt Autos. Ja, du wolltest warten, dann brauchst du ja auch nicht Geld. Also zu viele Menschen, ne Marvin? Ja. So, gehen wir erstmal da hinten hin. Oh, guck mal, da sind schon wieder die Sachen. Ja, aber so viel kaufen wir heute nicht, ne? Nee. Nur ein bisschen schauen für das neue Baby. Ich habe relativ viel aussortiert, Schatz. Ich darf das. Wir müssen gleich nur noch mal ein Power finden. Ja. Geht mal wenn ich damit lang? Okay, ne? Gesundheit. Ich hab's nicht so mit gegen die Sonne gucken, muss ich wohl immer von niesen. Meinst du, was kommt davon? Ja, das ist davon, das weiß ich schon. Es ist, ich nies immer, wenn ich meine Augen zusammenkneifen muss, wegen der Sonne. Das ist schon so einfach, aber guck mal, die leidet auch. Was? Erdbeerkuchen-Babykleidung? Ja? Karls Erdbeerkuchen-Babykleidung. Karls Erdbeerkleidung-Babykuchen, was? Erdbeerkleidung Babykuchen. Ja. Nee. Hä? Karls Erdbeerkuchen Babykleidung, habe ich gesagt. Karls Erdbeerkuchen Babykleidung. Ja. Guck mal, das kenne ich irgendwo her. Was? Oh, stimmt, das haben wir auch. Oh, was ist da? Gibt's da coole Sachen? Oh, ist nicht so viel, ne? Guck mal, wenn hier schon Ende ist. Heute nicht so viel. Meinst du? Ja. Oh, ich wollte gerade einen Zombie machen. Ich bin nicht so der Fan von großen Flohmärkten. Ja, genau. So klar. Mal so richtig heiß, mal so richtig scheiße. Ja. Das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das stimmt. Auch in der vorigen Gerät. Ich habe was? Ruhig wohl. Oh, nein. Egal, schneiden wir raus. Ich gehe so ein Video sowieso immer durch. Komplett. Außerdem machst du auch Videos oder sowas, keine Musik. Naja, man, es geht doch. Warum nicht? Also, warum muss ich das jetzt? Ich hab Schätzungsweise. Aber das doch vielleicht? Secret? Ja, wir müssen. Ich hab Marvin
habe ich auch schon dreimal entdeckt. Dann hast du einen Sechser im Lotto und den doppelten Preis. Ja, geil. Doppelten Preis zahle ich dafür, mache ich gerne. Zeig mal dein cooles Tier, Marvin. Hier. Da vorne, da ist es doch. Oh, da hinten ist es. Two, two, two. Yes. So, wie das Tier kommt. Schau, Klinge! Da ist es. Wer ist das? Was? Nochmal. Ich habe ihn. Geckerbohr. Geckerbohr, okay. Gekka. Was ist das? Ist es ein Pokémon. Oh, ein Pokémon, ja. Yeah. Er verliert Fell. Ausfall. Sieh nicht zu lange, wir haben leider gar keinen. Du hast nachher nur noch einen langen Faden. Nein, nachher. Und Wolle. Ich dachte, das ist nicht blöd. Ohahaha. Ja, da gibt's kein Pikachu. So, meine Lieben, wir sind wieder zu Hause. Ich wollte euch jetzt kurz einmal zeigen, was wir alles mitgenommen haben. Es ist leider nur diese kleine Haufen hier geworden. Aber immerhin. ich finde, obwohl der Flohmarkt riesengroß ist, ist der größte Flohmarkt, den ich bis jetzt besucht habe. Der ist immer am letzten Sonntag im Monat und das schon seitdem ich nicht auf der Welt war. Also schon sehr lange. Und wir gehen da jedes Mal hin und jedes Mal ist es der Flohmarkt, wo ich am wenigsten Babykleidung besorge. Ja, aber auf jeden Fall wollte ich jetzt auf jeden Fall mit euch die Sachen zeigen gleich einmal. Das ist ja das hier. Und einmal die Mel ins Bettchen bringen, weil die kommt gerade noch aus dem Kinderwagen. Ich war nach dem Flohmarkt den ganzen Tag woanders und deswegen war die Mel den ganzen Tag allein heute mit dem Emil zusammen. Und ja, wir werden ihr gleich also die Mütze ausziehen, ihr Halstuch abmachen und die Jacke wegräumen. Und sonst lasse ich sie so angezogen. Ich glaube, vielleicht ziehe ich noch die Hose aus zum Schlafen. Machen wir das auf jeden Fall noch. Ja, aber erstmal zeige ich euch, was wir mitgenommen haben. Zuerst habe ich noch für mich einen neuen Pulli mitgenommen. Und zwar sieht der so aus. Mit einer richtig coolen Mütze. Das ist so ein, na, wie nennt man das? Einfach so ein Grün. Und von welcher Marke ist der? Tadada. Weiß nicht, auf jeden Fall ist es Größe S, also meine Größe und steht nicht. Aber ich glaube, das kennt bestimmt jeder. Heißt es nicht sogar Fischkreten und irgendwie so heißt auch diese Marke. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall einen neuen Pulli für mich. Und dann gab es drei Sachen für den Bauchzwerg, also für den kleinen Mann. Und zwar ein Overall, den ich schon immer haben wollte. Der ist jetzt leider schon sehr verwaschen, finde ich. Also er sieht schon sehr gebraucht aus. Aber das ist kein Problem. So. Also so sieht es aus. Das ist ein Overall von H&M in... Oh mein Gott, Schatz! Ja? Eine Spinne, schnell! Alter. Da oben hockt auch noch eine, Schatz. Ja, Leute, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also schon sieht man alles in meinem Video, wie die so runterkrabbelt. Die ist fast mich reinkrabbelt. Ja, gut. Auf jeden Fall ist das hier ein Overall von H&M. In Größe 56. Und den gibt es gar nicht mehr. Der ist schon sehr alt. Also den gab es vor langer Zeit mal bei H&M. Und ja, ich fand ihn sehr schön. Hier steht drauf Little Champion. Und ja, hier ist es so grau. Und hier hat er Patches. Hier hat er noch so ein bisschen gelb. Das hat er auch hier oben. Ja, auf jeden Fall ein schlichter Overall. Den finde ich sehr cool, wie er geknüpft ist. Können wir nochmal reingucken hier. Drin ist er richtig kuschelig warm. Dann gab es noch einen neuen Body. Den finde ich richtig toll. Also ich bin im Moment total auf H&M. Und alles von H&M ist irgendwie toll. Ich sehe gerade, dass er voll den großen Fleck hat. Er hat hier so einen Fleck. Aber ist egal. Ja, der ist super toll. Ich bin sehr verliebt.
Der ist weiß-blau gestreift, hat so grau. Also eigentlich das Perfekteste für mich. Ich liebe blau-weiß-grau. Und der ist von H&M in Größe 56. Und der Stoff ist auch voll toll. Also H&M hat ja immer eigentlich den gleichen Stoff, aber das ist so ein anderer. Ganz toller Stoff auf jeden Fall. Und ja, so sieht der aus. Ein Langarm-Body einfach komplett schlicht. Fällt sehr klein aus. Ich schätze, es ist auf Größe 50, wenn ich das so sehe. Das ist auch ein H&M-Body. Der sieht jetzt sehr komisch aus, weil hier so nach dem Waschen wurde nicht ordentlich zusammengelegt. Und dann sieht es immer so aus. So. Den haben wir für Lennox auch gehabt. Nur in 68. Also viel zu groß für unseren Bauchzwerg. Und dann habe ich ihn heute gesehen und dachte mir so, perfekt. Weil ich liebe den. Wir haben den gleichen hier auch nochmal in Grau. In Grün. Auch gerade gekauft. Und ich finde den voll schön. Das ist auch 56 und von H&M halt. Und der ist weiß, blau-weiß gestreift. So, jetzt machen wir die Mausi fertig. Aber zuerst. Schaut mal da oben, was da oben sitzt, Alter. Ich habe Angst. Also so kleine Spinnen, ja, sind ja vollkommen okay. Aber diese Spinne ist klein, aber fett. Und so eklig. So, boah, mir kribbelt's überall. Stellt euch mal vor, diese Spinne, die hier oben runtergekommen ist, wäre irgendwie in meinen Nacken oder so geklettert. Alter. Das ist so eklig. Ja, also unsere Ausbeute von heute, auf jeden Fall das hier. Eure Meinung könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Ich hätte noch viel mehr mitgenommen, aber das Problem ist immer, dass ich mir immer denke, ziehst du das wirklich an? Weil ich hätte sonst auch noch einen Rock für Mel mitgenommen. Der war so süß. Oh mein Gott, ich bin fast geschmolzen. Aber ich weiß nicht, wie das ist, ob ich das wirklich der Mel anziehe, weil es einfach zu mädchenhaft ist ungefähr. Ich weiß nicht, ob das Mel steht und ob ich das Mel anziehen würde, sozusagen. Ja, deswegen ist es so ein bisschen schwierig immer. Aber wir ziehen jetzt die Mel erstmal um, also aus. So. Und dann wollte ich noch euch nochmal was fragen. Und zwar werde ich immer ganz oft gefragt, wenn ich zum Beispiel immer unterwegs bin oder so, oder wenn ich euch zum Beispiel auf Instagram Bescheid gebe, dass ich unterwegs war oder an irgendeinem öffentlichen Ort war und so, werde ich immer gefragt, und haben dich Leute angesprochen und wie bist du damit umgegangen, bla 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 bla. Und ich dachte mir, ich mache darüber auch mal ein Video. Also zum Beispiel so über einige Momente, die mir mit fremden Personen draußen passiert sind. Also einfach so ein paar Geschichten, wie es mir draußen ergangen ist bis jetzt mit den Babys. Vielleicht interessiert euch das ja. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Da mache ich auf jeden Fall ein Video drüber. Weil auch heute gab es wieder zwei Situationen, die total toll sind. Also es ist einfach, dass die Menschen hier total gut auf die Babys reagieren, finde ich. Also bis jetzt habe ich nur gute Erfahrungen damit gemacht. Die Mel geht jetzt schlafen. Mama, du gehst jetzt schlafen. So. Übrigens, die ganze Zeit vorhin so auf dem Flohmarkt spazieren gegangen. Also, sie hat ihre Hose an, ihre Jacke, ihre Mütze und so. Und ich wurde von jedem angeguckt. Alle immer so, oh, wie süß. Und, oh, mach so klein. Total cool, ja. Aber da mache ich auf jeden Fall gerne ein Video zu, kein Problem. Und wir wünschen euch einen ganz, ganz tollen Tag. Ich werde das Video jetzt beenden, weil ich möchte jetzt gerne schlafen gehen. Und ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir gerne einen Daumen hoch geben. Gleich im Anschluss kommen Videos, die vorgeschlagen werden für euch. Könnt ihr gerne auch nochmal vorbeischauen. Und dann wünsche ich euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und bis zum nächsten Mal.